Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare mit mir, Alle-Wachen-90 und mit der, M4 auf St. Petrograd. Und so schlecht ist die Map hier gar nicht gewesen. Klar, kann man halt schon wieder dabei, was ist denn das, B, schon hier ganz gut am Start campen, da in dem kleinen Häuschen. Da wird wahrscheinlich auch die meiste Action abgehen, aber na gut, wird man halt sehen. Charlie gehört uns. Und da bin ich auch sofort mal gespannt da an dem Häuschen, das meine ich. Was man da vielleicht sogar schon machen kann, entdecken kann, wie auch immer. Ah, gibt sogar schon den ersten Clash. Ich möchte mich da eigentlich ganz raushalten, so weit wie möglich raushalten. Ich möchte da eigentlich die Leute so ein bisschen von hinten catchen oder halt ein bisschen Offguard hier in dem Haus. Ah, da war eine. Ja, wie gesagt, das ist halt wahrscheinlich jetzt der Haupttreffpunkt. Kurz mal gucken. Sprinten wir mal raus. Holen wir uns mal B mit. Ah, wir werden gerade von Inkro angeaimt. Das ist der von hinter uns und er holt uns. Das war so knapp. Ja, auf jeden Fall, das habe ich letztens mal vergessen anzuquatschen. Also wenn ihr Bock habt, mich mal live zu sehen. Sei es GTA San Andreas, Vice City hatte ich ja schon gesagt, hatte ich Bock, MW. Also hier das neue COD, ein bisschen Black Ops 1 vielleicht mal, MW2 vielleicht mal im Stream, irgendwie sowas. In der Richtung. Könnt ihr auf jeden Fall ganz gerne bei mir in Twitch vorbeischauen. Ne, ganz klar, twitch.tv/alawach1990 ist altbekannt. Alpha gehört uns. Weil da im privaten Sektor wäre natürlich ganz geil. Ich hatte ja in der vorherigen Folge schon erklärt, dass die privaten Streams aktuell ja ein bisschen zurückgefahren sind, weil noch Casts laufen, viel Casts laufen. Aber wenn es halt da abflaut, bin ich auf jeden Fall mit dem privaten Stream natürlich wieder zurück. Weil es bockt halt und wenn, also es bockt halt wirklich. Und wenn da halt der ein oder andere Zuschauer noch reinkommen würde, bei den wenigen Leuten, die da am Start sind, also die Zahl geht halt wirklich gern null, wäre natürlich tippitoppi, wenn da noch einer von YouTube vielleicht noch rüberkommen würde. Aber das würde man dann ja halt natürlich dann. Na fu! Blödes Timing gewesen. Ein bisschen zu kurz. Die, Reaktionszeit, also das, was ich halt da an Reaktionszeit hatte. Wir verlieren A. Wir verlieren A, ihr holt mal C. Charlie wird gesichert. Wurden schon hier von irgendwo anvisiert. Von hier wurden wir auf jeden Fall nochmal gepickt. So, da haben wir das Timing nochmal. Dann können wir uns auch sehen nochmal ganz kurz sichern. Ne, auf jeden Fall wäre geil, wenn ihr damit rüberkommen würdet. Dann wird es auch, gibt natürlich genug Spiele, die ich dann auch vorhab, die man da vielleicht nochmal machen kann. Wir nehmen Alpha ein. Auch auf Spielevorschläge bin ich natürlich auch offen. Natürlich auch hier auf YouTube. Auch da immer für Spielevorschläge offen. Wir sind bei Bravo, gebt Unterstützung. Feindliche Vorräte nähern sich. Wenn er jetzt von oben kommt, bin ich natürlich richtig RIP. Das Team bei C. Aber aktuell wir halten Bravo. Sieht's halt gut aus, dass ich hier durchkomme. Und da stellen wir jetzt mal eine Claymore rein. Ich denke mal, da wird nämlich eine rüberkommen. Persönliche Radardrohne über uns. Sie verfolgt jemanden. Okay. Der ist oben. Mal gucken, ob wir den vielleicht holen können. Ansonsten, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, was man da noch so spielen kann. Alter, Shotgun, what the fuck? Viele sind ja am Red Dead Redemption jetzt am Spielen. Die sind ja jetzt. Ja, was heißt froh? Ist ja nur halt für PC jetzt ja rausgekommen. Klar, dass da nochmal Red Dead nochmal ein zweites
Aufleben bekommt. Ganz klar. Achte auf deine Ziele. Wo ist er denn? Ach, da sitzt er die ganze Zeit. What the fuck? Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, wo er überhaupt sitzt. Klar, Red Dead Redemption 2 ist halt ein mega geiles Spiel. Ich habe da auch schon ein paar Streams geschaut. Vielleicht werde ich es mir auch nochmal holen. Irgendwann mal, keine Ahnung. Aber jetzt aktuell nicht. Alter, ich habe so ein Pech, ne? Ach, da stand er die ganze Zeit drin. Ich verstehe. I understand. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass unsere Dudes hier so extrem campen. So, jetzt haben wir da wenigstens mal... Oh, da kommt der Choke des Todes schon wieder. Kommt das Lenkrad. 8 Kills nur. Gut. Du bist halt wirklich viel am Sprinten. Dann ist halt hier... wirklich viel am Sprinten gerade. Viel am Herlaufen. Na? Nee, Alter, er weiß es? Er aimt. Was? Wieso? Was? Okay. Das war ein bisschen weird, dass der das wusste. Er kann mich nicht gesehen haben. Also, das steht schon mal fest. Also, er kann mich definitiv nicht gesehen haben. Tschüss. Das machen wir uns dann ganz einfach. Indem wir es einfach so spielen. Das war halt echt ein Weird. Also das war halt... Was war das? Ein Claymore. Okay. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum er mich da die ganze Zeit schon im Visier hatte. Naja, nun gut, egal. Dann ist es halt immer so. Mann, Alter, es kann doch nicht sein, dass ich da direkt sterbe. Die Spawns sind teilweise ein bisschen ekelhaft. Das ist halt wirklich bitter. Alpha wird gesichert. Nee. Da ist er. Auf jeden Fall so eine Drohne ist halt schon echt nice. Nee, was? Wieso? Hä? Oh, bestimmt leer oder was? Ey, das ist halt teilweise echt so bitter, was ich hier an Deaths kassiere. Ja, immerhin 11 Kills. Zum Glück sind die anderen auch nicht gerade so krass drauf. Also ich halt kann schon mithalten, das ist das Wichtige gerade. Oh, gut, ich spawn halt gerade bei A. Weil wir halt C einnehmen. Spawn die bei A. Das ist natürlich auch wieder in so einer Unlucky. So viel Pech gerade. Und er chillt da schon wieder die ganze Zeit, oder was? Also, nee, ja, gut. Na, wer meint, er chillt da nicht? Er hat mich einfach gehört. Ah, das ist halt dieses typische Soundtouren, ne? Ganz klar. Das kannst du halt nur ausschalten, wenn es mal totenstill als Perk geben würde. Was es aber nicht gibt und ich glaube nicht, dass es auch da irgendwie reinkommt. Da hört man ihn halt schon ordentlich ansprinten und dann ist es natürlich sehr, sehr einfach. Die M4 ist natürlich ultra verschandelt worden. 12, 13, naja, gerade noch nicht mal eine 1er KD. Ich hätte auf jeden Fall mehr haben können, aber na gut, ist halt nun mal so. Nichtsdestotrotz, hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe mal, dass es hier noch ein bisschen Besserung gibt beim nächsten Mal. Ich muss halt wieder reinkommen, wie gesagt, klar. Umso länger man das spielt, umso besser weißt du halt die Maps und das und das. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus, haut's rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.